Als Hostel zwischen Fall oder Hostel und Ereignis. Englisch auch Hostel. UFO entsteht im Spätzeug im Jahr 1980. Der Absturz eines angeblich außerirdischen und bekannten Flugobjekts UFO im Juni oder Juli 1947 in der Nähe der Kleinstadt, Roswell im US-Bundesstaat New Mexico bezeichnet. Roswell Zwischenfall 1947, Aliens im Anflug, UFO oder auch Wetterballon, geheime UFO-Aufnahmen entdeckt, Assistent von Albert Einstein. Roswell hat, 11. April 2022, seit Jahrzehnten ranken sich Gerichte und Mutmaßungen um einen angeblichen UFO-Absturz im Jahr 1947, der angeblich sogenannte Roswell-Absturz. 75 Jahre altes Videomaterial von Roswell, dem UFO-Absturz in die Legende. In der Invasion auf... Nein, ich will jetzt kein Abo abschließen. Invasion auf der Schafsweide. Aliens in Anflug. Im Jahr 1947 stürzte bei Roswell im US-Bundesstaat New Mexico ein mysteriöses Flugobjekt ab. Erst sprach die Armee von einem UFO, dann aber doch ganz schnell von einem Wetterballon. Doch bis heute haben die einheimischen gute Kunde den amtlichen Beteuerungen nicht zu glauben. 29.06.2012, 9:58 Uhr. Von Nord Pitchke. Roswell ist ein testes Kaff. Wer den Ort mitten in New Mexico erreichen will, muss 3,5 Stunden eine Sommerfahrt durch die Halbwüste auf sich nehmen. Dort angekommen findet er an der Main Street ein gesichtsloses Rathaus, schnell bis sich staubige Fassaden, leere Läden und einen Gerichtsstempel, davor die in Amor gemeißelten 10 Gebote. Der Wind treibt Trubelwind über schmelzende Pflaster. Doch einmal im Jahr blüht Roswell auf. Jeden Juli pilgern 10.000 Menschen ins blutheiße Herz des US-Südwestens. Sie kostümieren sich als Aliens, zucken in selbstgebauten Pop-UFOs über die Straßen, schlurfen durchs UFO-Museum, über fliegende Untertassen und manchmal auch darüber, wie sie von solchen angeblich entführt wurden. Im Jahr 1960 war das, ich war 3,5. Gestand die Hälfte selbsternannter Alienjäger dem Reporter von Spiegel Online einmal bei einem Besuch in Roswell. Als nächstes lag ich auf einem OP-Tisch. Ich hörte, wie die Aliens über meine anstehende Gehirnoperation diskutierten. Sims UFO, sogar ihre Händler und Experte für Alien-Implantate ist kein Sonderfall. Die USA wimmeln von Ufologen und Roswell. Das Kaff im Backofen New Mexico ist ihr heiliger Gral. Niemand kann die Enthusiasten davon abbringen. Hier auf einer Farm stürzte Anfang Juli 1947 angeblich ein UFO ab. Die Gemeinde selbst fauchte den Toast kräftig an, auch in der Hoffnung auf Touristendollar und Hollywood-Ruhm. In diesem Sommer lag zum Beispiel ein dreitägiges UFO-Festival samt internationaler UFO-Konferenz und nächtlicher UFO-Lichterparade über die Main Street. Das hätte sich der Hedge-Vorarbeiter Matt Basil kaum träumen lassen, als er damals nach einer lauten Gewitternacht sein Land abhält, um nach den Schafen zu schauen. Er fand mysteriöse Trümmer. Die Erde war aufgewühlt. Basil sammelte ein paar Stücke auf
und brauchte sie zum Chef, der annullierte das Militär, das wiederum die Leute absperrte und die Volkshalle in einen Nahhanger schaffte. Am 8. Juli 1947 gab die bei Roswell stationierte Armee einhalb eine spektakuläre Pressemeldung heraus. Es handelte sich um die Reste einer fliegenden Untertasse. Eine Sensation, die von allen Zeitungen verbreitet wurde. Die Roswell Daily Record zitierte zwei weitere Augenzeugen, Mr. und Mrs. Dan Willard. Dan Willard, die das UFO von ihrer Veranda aus erblickt hätte. Es war weniger als eine Minute in Sicht. Laut ihnen. Kurz darauf zog Jani alles auf einer Pressekonferenz wieder zurück. Es sei kein UFO, sondern nur ein havarierter Wetterballon gewesen. Seitdem gingen die Spekulationen immer weiter. Immer mehr Zeugen meldeten sich. Details machen die Runde. Die Runde, das Fahrzeug sei aus schwerelosem Metall gewesen. Aus unzerstörbarer Alufolie. Hieroglyphen hätten sich darauf befunden. Auch Aliens seien angeblich gefunden worden. Einige tot, einige lebendig. Eine Krankenschwester, die sie skizziert habe, sei kurze Zeit später spurlos in England verschwunden. Verharmlosung der Militärs. Dann wurde es jedoch still. Bis zum Jahr 1978, als der Physiker Stanton Friedman den Army Major Jesse Marcel interviewte, der an der Bergung mit beteiligt gewesen war. Marcel sprach von einem vertuschten UFO-Fund. Das trat die Lawine aufs Neue los. Es gab Bücher, Studien und Filme. Vieles entpuppte sich als Hokuspokus und manche Ufologe entpuppte sich auch als Hochstapler. Die Zweifel an der offiziellen Version aber blieben. Selbst zwei Regierungsberichte von 1995 und von 1997 konnten die UFO-Jünger nicht überzeugen. Demnach war das Resultat eines missglückten Spionageprogramms namens Project Mogul. Höhenballons hätten Atombombentests und Langstreckenraketen der Sowjets aufspüren sollen gewesen, seinen Testpunkten gewesen. Aber vor allem die Einheimischen glauben den amtlichen Beteuerungen bis heute jedoch nicht. Warum auch? 1945 wurde rund 200 Kilometer westlich von Roswell die erste Plutoniumbombe der Welt gezündet. Vorläufer der Nagasaki und der Hiroshima-Bombe. Auch damals der harmlose, das US-Militär den Atompilz als Munitionsexplosion. Eine folienartige metallische graue Substanz. Eine der abenteuerlichsten Erklärungen für den Roswell-Vorfall lieferte voriges Jahr die Journalistin Annie Jacobsen in ihrem Buch Area 51 über das gleichnamige Top-Secret-Militärgelände in Nevada, dem ebenfalls seit jeher UFO-Gerüchte anhängen, stellte sie eine neue Theorie auf. Die Wesen seien vom Nazi-Arzt Josef Mengele brutal deformierte Kinder gewesen von den Sowjets in das Flugobjekt gezwungen, um die USA in Panik zu stürzen.